Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subnautica im Hardcore-Modus, jetzt in der 55. Folge schon. Und wir wollten heute die Motte holen. Genau, das machen wir auch. Aber erstmal werde ich futtern, sofern ich da eigentlich noch genug habe. Ich habe hier ziemlich abgeräumt. Ah, der ist schon wieder gut. Sind wir so richtig voll. Das ist gut so. Was nehme ich eigentlich mit? Drei wenigstens. Eine Boje, man weiß nie. Den Scanner brauche ich. Das hat 13%, aber ist nicht so schlimm. Müssen wir auch bald mal auffüllen. 83, denn ja, weniger. Batterien, ganz wichtig. Das 44. Ja, ich habe ja noch Batterien mit. So weit ist das ja nicht. Und ja, dann... Sonst brauche ich eigentlich nichts. Können wir eigentlich los, ne? Was ich aber noch machen möchte vorher ist... Nein, ich wollte die Leiter benutzen. Hallo? So. Hier. Den Lebensbaum scannen. Den gucken wir uns jetzt mal an. Ne? Also das ist schon... was Besonderes. Das lesen wir auch mal. Kann ich doch jetzt irgendwo scannen hier, ne? Ich nahe ran. Kann ich das nicht? Doch, riesiger Lebensbaum. Zack. Und das lesen wir jetzt noch in Ruhe. Ich glaube, das ist ganz interessant. Joa. Ja, der muss so hoch, weil die Motte nicht so weit runter kann. Die ist bei 900 Meter ja Schluss. Welcome aboard, Captain. So. Also, gucken wir mal eben hier. Riesiger Lebensbaum hier. Ist nicht so viel. Ein gewaltiger Baum, der in einer tiefen Höhle entdeckt wurde. Der einzige seiner Art auf dem Planeten. Der Baum wird von Rochen umkreist, die auf seinen rosafarbenen äußeren Blättern weiden. Erstens Rinde. Eine harte, schnell wachsende Rinde bedeckt die Außenseite des Baumes. Winzige Organismen leben in den Kerben der Oberfläche. Zweitens Phantomeier. Die Äste sind um einige ausgebrütete Eier herumgewachsen, die zu einer Tierart mit der Bezeichnung Phantom gehören. Dieser Baum scheint ein uralter Nistplatz zu sein. Die Eier wurden gelegt, als der Baum jung war, und nun sind die Äste schützend um sie herumgewachsen, während sie die richtigen Bedingungen zum Schlüpfen abwarten. Ja? Phantom. Ja, ist vielleicht dieser große Wurm, dieser Leviathan? Weiß man nicht. So, ich mache mich auf den Weg. Habe ich eigentlich... ja, müsste eigentlich reichen. Ich muss jetzt... das nervt. So. Aber 43% nur. Ich muss jetzt bis zur Motte, ne? Das sollte aber klappen. Ich bin auch schon mal vom Lebensbaum bis zur Oberfläche getaucht, beziehungsweise andersrum. Das Einzige, was das jetzt schwierig machen könnte, wenn jetzt dieses Vieh auftauchen würde. Gar nicht groß gucken. Gleich durchziehen hier. Der Leviathan wieder im Urlaub. Hätte ich ja nichts gegen, aber darf ich ja nicht sagen. Wieso ist kein Licht an? Wo ist das Mädchen denn jetzt? Habe ich schon zu weit gefahren? Da. War doch ein Klacks.
So, und jetzt müssen wir nur wieder zurück. Und da kann ich ja dann... Oh, mir ist erschrocken. Aber da kann ich ja dann ein bisschen was an Ressourcen sammeln, ne? Ich habe ja extra Platz. An der Seite mal vorbei, aber da erwischt er mich irgendwie immer, ne? Nichts zu essen, zu trinken mit, ne? Ich war wieder schlau. Doch, ich glaube, hier in der Motte im Kofferraum ist was. Hat mir aber nichts nützt, wenn er mir da zerdeppert. Ich nehme meinen gewohnten Weg. Ne, da lang. Sind wir auch mit dem Zyklopen hierher gefahren. Rohstoffe liegen hier auf der Strecke eh nicht mehr viele. Wo ist eigentlich die Boje? Habe ich die irgendwie weggeditscht? Hier müsste doch die Boje sein mit dem Wasserfall. Hä? Kann man die wirklich wegdrücken oder so? Die ist weg, ne? Die ist ein bisschen runtergeschoben worden. Das ist ja interessant. Okay. Hier schwimmt ein Reginald. Was macht der denn hier? Hat mich daran erinnert, dass ich hier noch züchten wollte. Ja, falsch rumgefahren. Ich muss ja in die Richtung. Vorsicht! Auf die Tiefe achten. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Ich muss jetzt, ohne über unter 900 zu kommen, hier noch bequem drunter herpassen. Ja, bequem ist gut. Das passt so gerade. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt da einsteige, schmeißt er mich dann unter die 900? Das wäre blöd, dann müsst ihr noch einen höher bauen. Ich steige mal ein, lass mich das mal runterschubsen. Oh, wird eng. Ich muss sofort Gas geben. Dann geht's aber. Ja. So funktioniert das. Ja, jetzt haben wir alles hier. Alles an Ausrüstung ist hier. Jetzt müssen wir noch ein bisschen bauen. Schwupps. Batterieladegerät. Funkgerät vielleicht. Oder so ein Medikit-Ding bauen noch da. Aber das ist jetzt nicht unbedingt. Also da habe ich einige von. Sind die schon fertig? Nein. Aber lange brauchen die auch nicht mehr. Ja. Jetzt ist die Frage, was mache ich als nächstes? Ich müsste ja in die Alien-Basis, ne? Das ist gefährlich. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich meine, da wäre ein Warper in der Nähe. Ich hatte gedacht, dass ich deswegen vielleicht mit dem Zyklopen dahin fahre, ne? Könnte ich ja machen. Dann habe ich aber keine Motte da. Ich gehe erstmal eine Vorhutreise machen mit der Motte. Aber erstmal muss er was essen. Welcome aboard, Captain. All systems online. Die Bäume in der Basis sind ja noch nicht reif. Da muss ich hier essen. Das ist in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, mache ich das jetzt. Ich schmeiß mich jetzt also in die Motte und guck mal. Wenn mir das irgendwie ein bisschen zu haarig wird, dann gehe ich zurück und hole den Zyklopen. So. Joa.
Jetzt gucken wir mal sofort. Schauen wir so ein bisschen. Ich muss sofort hoch. All systems online. Das könnte jetzt natürlich mit der Motte gefährlich werden. Das ist womöglich weiter unten. Dann kann ich da gar nicht mit der Motte hin. Das kann sein. Ich muss auf die Höhe, auf die Tiefe achten. Und die Viecher, denen sollte man auch nicht zu nahe kommen. Die sind nicht so gemütlich. Da ist der Wasserfall, oder ist er? Ja, dann muss ich wo lang? Darüber. Oh, hier sind so viele davon. Ja. Weil da gibt es auch einiges zu sehen, da glaube ich, in dieser kleinen Basis. Aber es kann auch durchaus gefährlich werden. Ich weiß aber nicht mehr genau, was hier los war. Irgendwas war hier. Da, ich wusste es doch. Hier ist nämlich ein Warper. Da ist noch einer. This alien structure appears to have collapsed to the sea floor. Zwei Warper habe ich gesehen. Da ist einer. Und da unten habe ich einen gesehen. Aber wo kommt man da rein? Kann ich da rein? Hier gibt es einen Eingang und da drin kann man auch atmen, glaube ich. Detecting an alien broadcast. Linguistic analysis reads: Caution. Hazardous materials and life forms contained within. Oh, da. Scheiß Warper. Ich finde den Eingang nicht. Ah, da! Nicht reinfahren mit der Motte? Das ist mir jetzt eigentlich neu. Interior walls in this section are substantially reinforced, indicating the designers were seeking either to keep something out or contain it within. Whatever their intention, it clearly failed. Ich dachte, hier, da kann man doch rein. Ach, da brauche ich aber so eine Tafel. Mist, ich habe keine mit. Oder das haben die verändert. Also ich bin hier drin gewesen, das war aber nicht im Wasser. Jetzt bitte nicht verlaufen hier. Das wäre übel, aber da glaube ich ist noch ein Ausgang, ne? Oder? Nee. Oh, Vorsicht. Ja, hier bin ich doch rumgelaufen, meine ich. In den Schaukästen. Das ist so ein Seeimperator-Ei, glaube ich. Auf jeden Fall muss ich so eine Tafel mitnehmen hier. Ja, die haben studiert. Das ist so eine Alien-Basis. Ja. Da
Da gibt es einen Datendownload. Mal gucken, was das macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe komplett die Orientierung verloren. Integrating new PDA data. Das ist eine Scheibe. Da komme ich nicht durch. Das Aquarium, genau. Ich habe hier gestanden. Also irgendwie schon eigenartig. Achso, da sehe ich gerade, ist noch so ein Würfel. Die können wir später gut gebrauchen. Deswegen nehme ich die natürlich mit. Hä? Da. Mein Sauerstoff habe ich eine ganze Weile, aber Hunger und Durst kommt ja irgendwann, wenn ich hier nicht mehr rausfinde. Wäre das übel. Residual biological evidence suggests indigenous life forms were brought to this location and subjected to intensive study. Ja, da sind die auseinandergenommenen Warper. Da auch. Aber das konnte man doch zu Fuß alles. Da war doch gar kein Wasser drin, oder? Data pertaining to the bacterium is being downloaded. Caution. Detecting atypical fluctuations in blood plasma proteins. A self-scan is strongly advised. Ich soll mich selbst scannen? Nein. Da haben sie Warper auseinandergepflückt. Ja, die Warper, die, das stellt sich heraus, das ist so halb biologische Lebensform, halb Roboter. Und das sind so Wächter, ne, wegen dieser Krankheit. Die haben eigentlich gar nichts Böses im Sinn gehabt hier, sondern die wollten eigentlich nur eine Quarantäne errichten. Jeder, der diesen Planeten hier betritt, darf nicht mehr weg, weil er sich ja infiziert und sonst diesen Virus, diese Krankheit ins ganze Universum weiterträgt. Um das hier so quarantänemäßig hier zu halten, durfte hier keiner weg. Das ist der ganze Trick an der Sache. Nur wer nicht infiziert ist, darf den Planeten verlassen. Deswegen müssen wir gucken, bevor wir eine Rakete bauen, um den Planeten zu verlassen, dass wir die Infizierung wegkriegen, dass wir gesund werden. So, da ist noch was. Achso, da ist ja Leere, ne? Ja, jetzt muss ich gucken, wie komme ich hier wieder raus? Ich glaube, ich bin hier oben hergekommen. Das Ei, ja. Ich glaube, bin hier durch, ne? Kann das sein? Ist auch noch so ein Aquarium. Oh, ich finde den Ausgang nicht mehr, ey. Da bin ich hergekommen. Aber da komme ich nicht rein, weil ich diese Tafel brauche. Genau. Jetzt merke ich mal, mir den Weg mal von hier zum Ausgang, wenn ich den finde. Ist doch direkt da vorne, ne? Ja, sicher. Also wenn ich hier hinten reinkomme, gleich hinten rechts. Jetzt muss ich gucken, dass ich... Was ist denn da noch? Aber die haben uns nicht gesehen jetzt anscheinend, die Warper. Das ist ja schon mal gut. Ach, bin ich wieder hier? Bin doch gar nicht von hier aus da rein. Ich bin doch in eine andere Richtung gefahren. Oder bin ich jetzt... Nee. Das ist nicht der große Raum. Das ist jetzt eine andere Richtung. Vorsicht. Wenn ich mich hier verfranz, habe ich echt ein Problem. ...94%. Auch 5% haben wir schon eingebüßt. Wodurch? Ich
zwar hierher gekommen, ne? Ja, hier bin ich drum rumgefahren. Das mache ich jetzt wieder zurück, in der Hoffnung, dass auch diesmal mich kein Warper erwischt. Ja, das ist harmlos. Das ist nur lautes Geschrei. Genau, einmal hier rum. Hier um die Ecke und wieder weg. Ist doch richtig, ne? Ja klar, den Rubin habe ich vorhin schon gesehen. Jetzt nehme ich ihn aber mit. Ich habe hier auch Quarz gesehen irgendwo und so, aber hier sind Warper und alles. Muss ich jetzt nicht haben. Joa. Bisschen auf die Tiefe achten. Das ist so ziemlich das Letzte, was wir mit der Motte noch machen können. Dann ist das vorbei mit Motte. Aber wir müssen auch noch... In welche Richtung? Ich glaube, da hinten irgendwo lang, ne? Oder da? Ah, da bin ich ja gerade gewesen, ne? Kann ich auch mal gucken, ob das dasselbe ist. Nee. Großen Gerippe hier. Vielleicht ist das ja, wenn ich da vorne links fahre, dass ich dann auch da hinkomme. Aber das ist mir ein bisschen weit, meine ich so. Nee, nee. Hier bin ich ja schon gewesen kürzlich mal, ne? Noch ein Stück weiter kommt ja dann irgendwo nochmal eine verlassene Basis. Und da muss ich rein. Einiges holen. Und da gibt es dann, glaube ich, auch die Knuddelfischeier. Oh oh. Das ist er doch, ne? Aber dass der nicht so leuchtet. Ist er weg. Ich hau lieber ab. Großer grüner Wasserfall, das ist immer ein gutes Zeichen, das ist nämlich da. Von wo bin ich jetzt gekommen? Von da? Ja. Wir haben ja noch die Mission vor uns, dass wir ins Lava-Biom müssen und sehen müssen, dass wir Kyanit kriegen, ne? So, da müssen wir hin. Oh, 60 Grad, hier ist warm. Oh, nicht so nah kommen, die können auch böse werden. Oh, da ist der da. Ja, ja, ich sag's ja. Scheiße. Da war irgendwie, das war kein Nickel, das war so ein Brocken. Er ist halt Kalk, Sand, Stein. Ach, weiß der Teufel. Ich hab da Krieg mit. Vorsicht. Das hätte ich ja vielleicht doch noch einen höher machen sollen. Das ist nämlich ganz schön arg hier. 8 Meter noch. Passt aber. Welcome aboard, Captain. So. Ja, jetzt sind wir da drin gewesen. Aber da müssen wir nochmal rein. Wir brauchen so eine Platte. Soll ich das jetzt noch machen? So eine Tafel. Oder sollen wir das verschieben? Dann würde ich nämlich jetzt mal den Krebs nehmen und gucken, dass wir vielleicht in den... ins Lava-Biom gehen, wegen Kyanit. Ja. Damit ich weiter aufrüsten kann.
Ja. Mach ich ja. Also da mit dieser, mit der Tafel noch hin, das halten wir im Hinterkopf, aber jetzt wollen wir mal noch gucken, dass wir ins Lava-Biom kommen, schon mal ein Stück. Nur ein Stück rein, Kyanit holen, wiederkommen, wenn wir welches kriegen. Ja, das brauchen wir unbedingt, so ungefähr 10 Stück habe ich ausgerechnet, brauche ich, damit ich alle Erweiterungen machen kann. So, was wollte ich denn jetzt hier? Ich wollte erstmal die Ionenwürfel weglegen. Die waren hier irgendwo. So, ein Rubin. Da haben wir 3, dann nehme ich noch einen dazu. Den haben wir ja beim Quarz geparkt. So. So. Das ist wichtig. Taschenlampe ist voll. Der hat 83. Das ist in Ordnung. Den brauchen wir wahrscheinlich nicht. Den brauchen wir auch nicht. Oh, der ist aber leer. Aber das macht ja nichts. Den kann ich eigentlich hier lassen. Aber oh Gott, dieses eine Ding da. Leere Batterie brauche ich keine mitnehmen. Die ist jetzt nicht leer, aber da ist eben nicht mehr so viel drin. Da nehme ich lieber eine volle für mit. So, und eine Energiezelle nehme ich mit. Oder habe ich schon eine in den Krebs gepackt? Guck mal eben rein. Da ist eine drin. Da muss auf jeden Fall sein. Gut. So, ich habe hier nichts zu essen drin. Das muss ich noch mitnehmen. Man weiß nie, ob man da irgendwie mal blöd feststeckt oder so. Wenigstens die 2 Fischchen. Aber ich fahre mit dem Zyklopen ein Stück raus. Engine powering up. So. Nehmen wir mal die Unterkante hier vorne. Mache ich ja meistens. Kann ich erstmal ein Stück zurücksetzen. Da geht es auch später so richtig weiter. Jetzt mache ich das eigentlich nur, damit ich mit dem Krebs nicht so weit rumlatschen muss und rumhüpfen muss hier. Ist ein bisschen bequemer. Ich komme ja wieder zurück. Ich fahre auch jetzt nicht mit dem Zyklopen richtig ins Lava-Biom rein, nur so da oben irgendwo hin. Ist ganz schön eng hier, ne? Das ist auch der einzige mir überhaupt bekannte Zugang ins Lava-Biom. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen anderen gibt. Sind wir schon da? Weiß ich nicht. Geh ich gucken. Das ist immer so ein bisschen verwirrend. Hinten, ne? Oder bin ich da hergekommen? Da bin ich da hergekommen. Hä? Ja, das ist immer so, dass das... Ah, da! Da geht's! Jawohl!
Aber hier muss ich mich jetzt nicht reinfädeln, oder? Kann ich damit... Moment mal, komme ich denn mit dem Prawn hier gut zurück? Ich habe doch den Haken, ne? Den Wurfhaken da. Ja. Jetzt habe ich gleich nämlich schon diese komischen Energiesaugwürmer da dran kleben. Deswegen würde ich sagen, starte ich hier. Habe ich Maschine ausgemacht? Ne, mache ich jetzt aus. So. Ich hoffe, ich komme diesmal mit ein bisschen Kyanid zurück. Kann der nur. Wir sind ja noch nicht ganz ausgerüstet. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Das geht nämlich ziemlich weit runter noch. Ja. Yay. Die kann ich, glaube ich, auch so greifen, ne? Was hab ich denn da? Ach ne, da habe ich ja nur den dran. Da kann ich ja gar nichts greifen. Da sind schon diese komischen Energiesaugeviecher. Lava-Larven, oder wie die heißen. Hier sollte ich eigentlich eine Boje setzen. Schon die Viecher dran kleben da, ne? Ja. Lava-Biom-Eingang, hier geht's nämlich los. Da ist ein Warper. In welche Richtung muss ich eigentlich? Ich gehe mal in die. So, Kyanid leuchtet blau. Was tut es? Boah, nicht in die Lava fallen. Es leuchtet blau. Wo ist die Boje, die ich gerade ausgesetzt habe? Lava-Biom-Eingang. Und da sieht man den sogar. Cool. Es ist alles so verwirrend hier, so mit der Orientierung. 1150 Meter haben wir schon. Das ist schon ein bisschen heftig, ne? Aber Kyanid sehe ich nirgends. Jetzt kommen wir schon bald auch in die Gegend, wo dieser Drache ist. Was ist das denn hier? Titan? Ja, das ist Titan. Abbauen? Kann ich ja immer noch wegschmeißen, wenn ich Kyanid finde. Ah ja. Dauert lange, ne? So. Kein Kyanid. 1220. Wir sind bald an der Tiefe angelangt, wo wir nicht tiefer können.
ehe wir Kyanit haben. Das ist doch übel, oder? Wenn ich jetzt hier runterspringen könnte, das schon fast haarig werden. Ich mach's aber trotzdem. Temperatur 50 Grad, ja. Diese vielen Bojen hier, die täuschen so ein bisschen. Ich meine dann immer, das könnte Kyanit sein. Das ist ja auch so ein blau leuchtendes Zeug. Oh, da ist... Das sieht aus wie Kupfer, ne? Oh, nee, ey. Heimatbasis, Südinsel, Seemotte. Hä? Da. Ach, da bin ich hergekommen. Okay. Das ist auch nochmal Titan. Ja, toll. Ab! Ich versuch mal darüber zu springen. Ja. Warper zu hören. Ein Kür... Oh, da sind die ersten Lava-Echsen. Die sind auch nicht so witzig. Ah, jetzt kommt sie an. Scheiße! Die Eier will ich allerdings wieder brüten von denen. Das ist Nickel, aber... Da ist noch ein Nickel unterwegs. Ach, das ist Silber. Ach so. Ja, ich habe den Schutzanzug. Die Wärme macht mir nichts aus eigentlich. Aber ich sehe kein Kyanit. Das ist echt zum Verrücktwerden. Ich brauche aber welches. Das ist doch Nickel. Das sag ich doch. Ja, das ist auch die Energie ganz gut drauf. Oh oh. Whopper. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Was soll das? Dass das jetzt hier langsam gefährlich wird, das war mir ja klar. Das hört sich aber nah an, der Warper. Welche Richtung? Ich hätte mal ein bisschen auf die Richtungen achten können, ne? Heimatbasis, Nordinsel. Der ist auch schon 700 Meter. Oh Gott, ist das weit. Nicht in die Lava fallen. Kyanit. Nirgendwo. Nur jede Menge Titan. Da ist jetzt schon dieser große Raum und da sind dann auch diese... Da ist auch der große Drache drin.
Ich will aber Kyanit haben. Ich brauche das, sonst komme ich ja nicht weiter. Gott, hoffentlich finde ich den Weg zurück. Ah, so eine Lava-Echse. Wenn meine Energie, ich habe ja noch eine Ersatzbatterie dabei, ne? Aber wenn die Energie hier... Ah, jetzt hat er was geworfen, die hat... Ah, scheiße. Oh, da ist der Drache. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht die Staffel beende sehr bald. Oh je, aber kein Kyanit, nirgendwo. Hau ab! Das beeindruckt die nämlich, das mögen die gar nicht, wenn man mit dem Bohrarm die anfräst. 93%, ja. Aber ich sehe den großen Drachen bis jetzt auch noch nicht. Ich bin schon verdammt weit weg. Hoffentlich finde ich den Rückweg. Da ist ein Warper. Hier liegt überall Nickelerz. Da! Kyanit! Ich habe Kyanit gesehen. Da drüben. Jetzt aber. Zwei. Ja, es kommt nichts. Das habe ich nämlich auch gehabt damals. Kommt nichts. Komm her. Ich höre den Warper hinten. Ich höre aber nicht auf, bis ich das alles hab. Oh, wie lange dauert das? Alles abgebaut. Wie viel habe ich? Ich muss gucken. Nein. Zwei, vier, sechs Stück. Zehn Stück habe ich gesagt. Ah, habe ich gesagt, brauche ich. Am Arsch habe ich sie hängen. Hau ab! Welcome aboard, Captain. So. Sehe ich hier noch was? So weit ins Lava-Biom muss ich rein. Um Kyanit zu finden. Ich gucke mich jetzt mal hier noch so ein bisschen um. Welche Richtung eigentlich? Ich habe wieder nicht. Ich muss mal gucken, wo bin ich? Wegweiser, Wegweiser interessiert mich. Grüner Wasserfall, da, da. Richtung Westen ist die richtige Richtung. Boah, 1000 Meter sind das bis zu der Eingangsmarkierungsboje. Ein Kilometer. Opa, das ist richtig weit. Ich bin mittendrin im Lava-Biom hier schon. Und da ist eine Scheißechse. Oh, da hat mich jemand beschissen. Ach ne, das war verkehrt. 93. Ja, 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 die schießen. Prozent, ja, ja.
Das Nickel? Silber. Da ist ein Warper, na super. Scheiße. Da ist wieder einer geschossen. Und hat mich erwischt. Bloß weg hier. Und da ist ein Warper. Wenn der mich jetzt noch trifft. Ganz schön ordentlich mit diesem Zusatzantrieb hier vom Sprung. Da kommt man schon ganz schön weit mit. Ah, oh je, oh je, oh je, noch ein Warper ganz nah. Ich habe aber keine Sprungkraft mehr. Hoffentlich lande ich nicht in der Lava. Eieieiei. Lade auf, ich muss weiter. Geholfen. Jetzt haben wir wieder so ein Vieh da dran sitzen. Ah, schon wieder ein Warper. Oh je, oh je, oh je, das war nah. Halleluja! Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Nein! Aufladen, los! Zwei Stück sind da sogar. Wo ist denn jetzt der Zyklop da oben? Wo ist denn jetzt mein Zyklöpchen? Der muss ja hier in der Nähe sein. Da, immer noch 100 Meter. Habe ich hinten drin. Da ist er doch. Aus dem Lava-Biom wieder hoch. Ja, gemütlich ist es nicht da. Naja, wollen wir uns mal nichts vormachen. War schön daneben gesprungen. Jetzt muss ich erstmal wieder da reinschaffen. Ja, toll, ne? Man kann ja nichts sehen. Jetzt könnte das klappen. Ja. Ah. Welcome aboard, Captain. All systems online.
Halleluja! Vital signs stabilizing. So. Jetzt hole ich mir zwei Titänsche. Und baue mir jetzt erstmal einen Kyanitschrank. Logischerweise. Obwohl, das werde ich ja bald brauchen, ne? Kyanit und liebe Spieler, sowas müsst ihr in die Zeitkapsel tun, wenn ihr durchgespielt habt. Das ist doch sonst so eklig, dass man hier rumlaufen muss erst. Ah, nee, da ist es ja nicht drin. Da muss ich jetzt erstmal aus dem Krebs holen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, das ist ein bisschen wenig, aber da kann ich schon mal mit anfangen. Sollte ich erstmal den Krebs tiefer legen oder erst den Zyklopen? Ich glaube erst den Krebs. Dann muss ich mit dem Krebs nochmal los und noch was holen. Dann könnte ich auch weiter reingehen. Wenn der tiefer kann, ne? Weil wir müssen ja näher sowieso noch tiefer. Wir müssen aber 16, 1700 Meter tief. Ja, so, das packe ich jetzt wieder zurück. Das ist Lithium. Nein. Da. Einer war da noch. Jetzt haben wir noch Silber eingesteckt und ein Nickelchen. Ein Nickelchen. So. Futter habe ich mit. Ja, ist auch ganz okay. Das ist eine Notraktion, ne? Man weiß ja nie. Also die Lava-Echsen, die haben mir so ein paar Lava-Bälle schon an den Kopf geknallt. Und ja, war noch zu ertragen. Das ging mal so 10-15% runter. Aber wenn man mehrere davon hat, dann kann das schon mal richtig fies werden. Oder wenn die einen außerhalb erwischen, das ist auch ziemlich eklig. Vielleicht sogar schlagartig tödlich, das weiß ich noch gar nicht. Ist noch nie so gewesen. Naja, jetzt gucke ich aber mal. Was baue ich denn jetzt? Ich habe ja jetzt Kyanit. Ich glaube Krebserweiterung, ne? Wo finde ich das denn? Hier nicht. Das ist alles Zyklop. Das Ding ist auch wichtig hier. Da brauche ich aber vier Stück für. Das heißt, wenn ich mit dem Zyklop im Lava-Biom unterwegs bin, dann werden die Batterien quasi nie leer, weil die sich immer durch die Wärme wieder aufladen. So. Hier ist Krebs. Hm, wo ist denn das Krebstiefenmodul? Krebstiefenmodul Stufe 1. Hä? Irgendwo muss das doch sein. Seemotte, Seemotte, Zyklop, Zykloptiefe. Krebstiefenmodul Stufe 1 ist ja Quatsch. Ich brauch doch die 3, ne? Oder? Ist das noch wieder woanders? Aber hier kommt nichts mehr. Oh, ist das schwer. Mann, welche Stufe habe ich denn da eigentlich? Die Stufe 1. Okay, dann muss ich die Stufe 2 haben. Habe ich etwa den Bauplan dafür noch nicht? Dann bin ich aber ganz schön im Eimer.
Wenn ich den Bauplan noch nicht habe für die Stufe 2, dann habe ich echt ein Problem. Dann müsste ich wieder zurück an die Oberfläche und dann weiß ich nicht, in der Aurora oder sonst wo in irgendwelchen Wracks danach suchen. Aber ich habe doch schon geguckt, was ich dafür brauche, oder täusche ich mich? Jetzt gehe ich mal einfach an die Modifizierungsstation. Vielleicht steht hier irgendwas drin. Vielleicht habe ich einfach nur falsch geguckt. Da. Tiefenmodulstufe zu Stufe 2. Dann Stufe 1 brauche ich dafür 5 Titan, 3 Kyanit und 2 Lithium. Das mache ich jetzt. 5 Titan, 2 Lithium. Kann ich das hier machen? Weil der ist ja eigentlich, aber der ist ja hier im Zyklopen sehr sicher. Da zählt ja die Tiefe nicht, ne? 5 Titan, 2 Lithium, 3 Kyanit. So, habe ich da jetzt. Ich muss die Stufe 1 gleich rausholen, ne? Gucken wir mal. Ja. Gib mir mal das Modul. Meter, ja, das kommt ungefähr hin. Sind hier ungefähr bei 900. So. Jetzt habe ich das Modul 2. Da steht da jetzt bei, Tauchtiefe jetzt bis zum Maximum. Vergrößert die sichere Tauchtiefe bis zum Maximum. Nicht Stapler. Ja, da müsste jetzt irgendwie 16 oder 1700 Meter haben. Ich meine 1700 sogar. Weil tiefer geht das Spiel nicht. Ah ne, hier. Und 1650 ist so das Tiefste, was wir hier so haben. Naja, im Gefängnis bei der Seeimperatorin. Da ist das so tief. So, der Krebs ist jetzt tiefenmäßig komplett ausgerüstet. Was natürlich noch toll wäre für den Krebs, das wäre dieses Wärmedings, ne? Jetzt gucken, ob das hier ist irgendwo. Ne. Haben wir hier nicht. Gucken wir da nochmal rein. Zyklop-Wärmereaktor brauchen wir 4 Kyanit. Geht schon nicht, ne? Weil wir nur noch 3 haben. Wir müssen also nochmal los. Und wenn wir jetzt mit dem Krebs losgehen, dann müssen wir nicht mehr auf die Tiefe achten. Also da gibt kein nichts mehr in dem Spiel, was so tief ist, dass der da Schwierigkeiten kriegt. Krebs. Tiefenmodul Stufe 1. Wärme den hier. Der braucht nur 2. Das wäre natürlich richtig gut. Dann kann ich ewig mit dem Krebs rumlaufen. Wenn ich mir dann den Kofferraum voller Futter und Medipacks und Getränke vollpack. Ich hatte übrigens die Idee, das war mir kürzlich erst gekommen, da im Lava-Biom irgendwo auf halber Strecke so eine kleine Basis zu bauen. Das Problem ist nur, damit die Basis immer Strom hat, müsste da wieder so ein Kernreaktor rein. Da habe ich keinen Bock drauf, ne? Aber ein Wärmekraftwerk würde da gehen. Dann könnte man eine kleine Basis bauen mit einem Wärmekraftwerk. Und dann kann man da so ein bisschen was deponieren an Lebensmittel und ne, vielleicht noch so ein Bäumchen hinstellen oder so. Das wäre gar nicht schlecht. Das ist zwar viel Arbeit, nochmal alles aufbauen, kostet auch Ressourcen, aber da irgendwo, das hätte schon was. Und mit Bojen besser den Weg. Weil es ist sonst ziemlich schwierig, sich zurechtzufinden da unten. So, jetzt geht's aber erstmal nach Hause. Unser neues Zuhause. Ich sehe auch, dass die Zeit längst abgelaufen ist. Meine Güte, 91%. Das Wärmemodul, das ist echt nötig. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo muss ich eigentlich lang? Kann ich nur an der Motte sehen, ne? Da ist vorne. Wo ist denn die Motte? Ja, bin ich denn blöd? Da. Wir müssen da rum. Also muss ich jetzt eigentlich erstmal umdrehen. Wenn das hier passt. Ich hoffe.
Ja. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir nochmal in die Alien-Basis, nehmen so eine Tafel mit und gehen danach wieder ins Lava-Biom und holen noch ein bisschen mehr Kyanid. Das reicht noch nicht. Ich brauche noch mehr. Ich glaube, ich brauche noch mindestens nochmal 6 Stück. Ich glaube, da müsste ich eigentlich so für das Nötigste damit auskommen. Aber die 6 brauche ich auf jeden Fall. Später brauchen wir auch nochmal welches. Aber jetzt erstmal, um die Geräte auszurüsten. Der Krebs ist ja jetzt von der Tiefe her schon mal soweit fertig. Der kann 1700 Meter und das reicht völlig für alles. So. Ist mal ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie nah bin ich da jetzt schon dran. Ich will ja schließlich auch nicht dagegen kacheln, ne? Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Dann noch ein bisschen tiefer gehen. Ja, ich glaube, hier bleibe ich stehen. Engine powering down. Okay. So. Ein bisschen gemütlich machen kann man sich das ja vielleicht auch noch hier. Welcome aboard, Captain. Ne? Hier kommt ja noch eine Etage drauf mit dem Alienbehälter. Und dann hätte ich ja ganz gerne auch ein Räumchen, wo es ein bisschen gemütlicher ist. Gehört einfach dazu zu so einer Basis. Hier muss noch der Batterieladegerät hin und so ein paar Sachen. Aber dann eins nach dem anderen. Wir sind ganz gut auf dem Weg und das eigentliche Abenteuer hat ja angefangen. Im Lava-View und haben wir auch schon unsere ersten Erfahrungen gemacht. Das erste Kyanid haben wir. Beim nächsten Mal geht's weiter. Da gehen wir wohl erstmal nochmal in die Alien-Basis. Ich muss ja die Tür noch aufmachen, gucken, was dahinter ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.